Ich verlose unter allen Abonnenten momentan einen Amazon-Gutschein. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du Abonnent des Kanals sein. Auch in Star Wars ist die Versklavung ein populäres Thema. Es gibt viele Rassen, die im Star Wars-Universum gerne als Sklaven genutzt werden. Von den Duros über die Mon Calamari bis hin zu den Twi'leks. Fast von jeder Rasse gab es Sklaven. Es gab jedoch Sklaven, die sehr unbeliebt waren und andere, die wiederum sehr beliebt waren. Zu den beliebteren Sklaven gehörten auf jeden Fall die Twi'leks. Die Twi'leks werden in Star Wars als eine attraktive Rasse dargestellt. Das sehen wir unter anderem sehr stark in den Star Wars Filmen. In diesem Video werde ich euch erklären, warum die Twi'leks die wohl besten und beliebtesten Sklaven sind. Die Twi'leks gehören zu den meistverkauftesten Rassen auf dem Schwarzmarkt. Vor allem die Frauen sind bei den Sklavenhändlern sehr populär. In der Serie Star Wars The Clone Wars erfahren wir, dass auf dem Heimatplaneten der Twi'leks in vielen Teilen Krieg herrscht. Viele Twi'leks wurden deswegen von den Separatisten gefangen genommen und versklavt. Die Mehrheit jedoch teilte sich in die ganze Galaxis auf. Der größte Teil zog dabei in das Outer Rim Territorium. Das führte dazu, dass gerade auf Tatooine unglaublich viele Twi'leks entführt wurden. Diese wurden meistens auf dem Schwarzmarkt für nur wenige Credits verkauft. Die beliebtesten Käufer waren natürlich die Hutten. Die Hutten hatten mehr oder weniger die komplette Macht über den Outer Rim. Es gibt viele ausschlaggebende Punkte, warum die Twi'leks so begehrte Sklaven waren. Der erste Grund ist, dass die Twi'leks auf dem schwarzen Markt unglaublich billig sind. Die Twi'leks kosten im Vergleich zu anderen Sklaven praktisch nichts und werden trotzdem als die treuesten und besten Sklaven angesehen. Zudem sind die Twi'leks im Allgemeinen eine tolerante Spezies, von denen nur wenige in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen. Die Twi'leks sind nicht in der Lage, sich gegen die Unterdrückung und Versklavung zu verteidigen. Sie haben einfach nicht die nötigen Mittel dazu, einen Sklavenring zu stoppen. Viele Sklavenhändler sagen deswegen, dass es die Bestimmung der Twi'leks ist, als Sklave zu dienen. Ein weiterer Grund ist, dass die weiblichen Twi'leks als die attraktivsten Frauen im Star Wars Universum angesehen werden. Sie sind also die gemachten Tänzer, Diener und teilweise Sexsklaven. Die wenigen Freiheitskämpfer, die es gab, waren zudem meist männlich und verloren oft ihr eigentliches Ziel aus den Augen, die Befreiung von Ryloth. So kam es dazu, dass selbst das Imperium sofort die Herrschaft über Ryloth erlangen konnte. Die Twi'leks stammen zudem von den Rakata ab. Die Rakata war eine Spezies, die etwa 35.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin auf Rakata Prime lebte. Das Besondere an den Rakata ist, dass alle, die dem Geschlecht angehörten, machtsensitiv waren. Die Rakata waren es auch, die wohl mächtigste Waffe im Star Wars Universum erbaut haben. Die Rede ist natürlich von der Sternenschmiede. Und obwohl die Rakata unglaublich intelligent und mächtig waren, waren sie trotzdem wie die Twi'leks ein Sklavenvolk.